Jo, was geht ab, Freunde? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer Oma 7000. Und heute ist es endlich soweit. Der erste FC Heidenheim schreibt offiziell Geschichte. Denn wie ihr seht, trage ich wieder das Trikot mit dem Conference League Patch drauf. Und ich habe richtig, richtig, richtig Bock auf dieses Spiel. Denn ich werde euch erstmal aufklären, gegen wen spielen wir überhaupt? Der erste FC Heidenheim mit seinen 50.000 Einwohnern spielt gegen einen Top-Verein, wenn nicht sogar vielleicht der beste Verein überhaupt. Also es gibt natürlich schon bessere, ja, aber ich würde sagen, von den Top-Vereinen spielt dieser Verein auch mit. Wen meine ich? Den Chelsea FC. Wer hätte das gedacht? Vor 5 Jahren hättest du mir gesagt, wir spielen gegen Chelsea FC. Ich hätte dich so angeguckt und hätte gesagt, du spinnst nicht mehr. Aber es ist tatsächlich so, wir spielen in der ersten Liga, wir haben in der ersten Liga letzte Saison gespielt, haben uns direkt für die Conference League qualifiziert und spielen jetzt heute tatsächlich gegen den Chelsea FC. Also das ist wirklich meiner Meinung nach ein Traum. Genug gelabert, zu diesem Spiel gibt es einen Matchday-Schal, nämlich den ersten FC Heidenheim und einmal den Chelsea FC. Sieht man das gut? Ja, ich denke mal schon, genau. Und ich wäre ja nicht Omar, wenn ich den in diesem Video verlose. Was ihr dafür tun müsst, habe ich mir hier aufgeschrieben, weil ich möchte den Clip nicht 1000 Mal machen müssen. Das Erste, was ihr machen müsst, ist natürlich auf dieses Video warten, was natürlich jetzt in diesem Fall online ist, weil ihr es jetzt gerade anguckt. Genau. So, dann der zweite Schritt. Ihr müsst diesen Kanal abonnieren. Danke übrigens an den Support. Wir haben jetzt 350 Abonnenten geknackt. Ist wirklich sehr, sehr nice. Ich bedanke mich auf jeden Fall an jeden Einzelnen, der zuschaut. Genau. Was müsst ihr noch machen? Abonnent vom Kanal sein. Einfach einen Kommentar da lassen, Hashtag MatchdaySchall steht hier eigentlich unten auch drauf. Einfach kommentieren und noch euren Insta-Namen, nicht Insta selbst hinschreiben, sondern einfach den Namen und ihr macht automatisch mit. Und ja, genug gelabert, das war's auch schon. Wir würden direkt zu meinem Tipp kommen und auch zu der Prognose von den zwei Teams. Wir kommen jetzt zur Prognose, nämlich ich werde euch jetzt hier ungefähr ein Bild einblenden. Ich hoffe, das passt auch von der Übersicht. Wenn nicht, dann seht ihr einfach mein Gesicht gerade in dem Moment nicht. Ist aber auch egal. Jetzt kommen wir zu den Spielen. Nämlich die letzten Spiele von Chelsea waren eigentlich ganz gut. Da haben sie gegen Leicester City, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen, 2-1 gewonnen. Danach ging es gegen den FC Arsenal. Da hat man einen Unentschieden geschafft. Dann in der Conference League gegen FC Noah. Da hat man sehr, sehr hoch gewonnen. 8-0. Also man muss ein bisschen vorsichtig sein. Man darf natürlich auch Chelsea nicht überschätzen, weil das ist auch ein Top-Club. Dann haben wir Manchester United. Da haben sie 1-1 gespielt. Und Newcastle, da haben sie 2-0 verloren. So, jetzt kommen wir zum Heidenheim. Da sieht es dann ein bisschen anders aus. Genau. Denn wir haben im letzten Spiel gegen Bayer Leverkusen 5-2 verloren. Und das ist jetzt gerade für diese Verhältnisse, vor allem gegen jetzt noch einen größeren Club zu spielen, nicht gerade besonders gut. Dann hatten wir auch Wolfsburg, da haben wir 3-1 verloren, Heart of Midlothian, Mandalorian, das muss man auch dazu sagen. In der Conference League haben wir bis jetzt noch kein einziges Mal verloren. Deswegen, vielleicht ist heute eine magische Nacht und vielleicht gewinnen wir sogar gegen den Chelsea. Wäre extrem cool, aber wir kommen gleich zu meinem Tipp. Holstein Kiel, musste man eigentlich 3 Punkte mitnehmen, ist aber nicht so gewesen. Wir haben 1-0 verloren und gegen Hertha BSC im DFB-Pokal sind wir mit 2-1 ausgeschieden. So, aber jetzt kommen wir zu meinem Tipp und ich sage euch ehrlich, ich finde das Spiel wird heute richtig, richtig hart. Vor allem, wenn man jetzt bedenkt, man hat gegen Leverkusen 5-2 verloren. Ich sage einfach ganz knackig 2-2, wobei ich mir ein 3-2 wünschen würde, aber es wäre realistischer, wenn der erste FC Heidenheim heute überhaupt punktet. Ich denke nicht, dass wir verlieren. Es wird ein spannendes Spiel und ich würde gar nicht mal so viel labern. Meine Mutter hinter der Kamera würde jetzt auch ihren Tipp sagen. Was ist dein Tipp? Ich habe zuerst gedacht 1-0, aber ich weiß nicht. Ich finde es schwierig, weil wie du sagst, vielleicht macht Chelsea auch wirklich sehr viele Tore. Oder und ich glaube aber, die Fans von Heidenheim wird sehr gut sein. Ich weiß nicht. Ich würde sagen 2-1. 2-1, okay. Also für Heidenheim. So. Ja. Das würde ich auch so unterschreiben. Hoffen wir alle. Und in diesem Sinne würde ich gar nicht mal so viel labern, weil ich weiß nicht, wie lange der Clip jetzt schon geht. Deswegen sehen wir uns jetzt direkt vor der Folter Arena und hoffen auf die 3 Punkte. Bis gleich. So, Freunde, ich habe es jetzt tatsächlich vor dem Start. Die Folter Arena. Wunderschön. Ich kann es nicht glauben, dass es tatsächlich soweit ist, dass wir gegen Chelsea spielen. Ja, wie gesagt, mein Tipp bleibt immer noch bei 2-2. Natürlich würde ich mir wünschen, dass es
keine Ahnung, bei einem 3-2 bleibt. Ist aber auch völlig egal. Ich würde gar nicht mal so viel Zeit verlieren, denn es ist jetzt schon 17.28 Uhr. Wir gehen jetzt langsam rein und hoffen auf ein gutes Spiel. Bis gleich. So, Freunde, wie beim letzten Mal auch gegen NK Olympia Ljubljana sitzen wir wieder auf demselben Platz, weil damals wurden die Tickets ja im Dreierbundle verkauft. Das heißt, die Spiele, die wir jetzt in diesem Kanal sehen, sind halt praktisch ein Ticket. Deswegen geht's für mich heute wieder hierhin. Ich bin hyped. So, meine lieben Freunde, hier steht von den Ultras dran, let's get Brexit done, send Chelsea home tonight. Von, wir werden Chelsea auf Smallhorn und schicken sie heute Abend nach Hause, sehr, sehr nice. Wie wir hier auch von den Ultras sehen, wird es später hier komplett ums Stadion eine fette Choreo geben. Ich bin echt gespannt, was hier sich die Ultras eingefallen haben lassen. Wird auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und ja, ich freue mich, wird auf jeden Fall sehr, sehr nice. Und dann sehen wir uns gleich bei Anpfiff. Bis gleich. Da sind auch schon die ersten Chelsea-Spieler. Sehr, sehr nice. Sieht schon richtig, richtig geil aus. Also ich sag euch so, wie es ist, das Spiel bleibt für ewig in Erinnerung. Sehr, sehr nice. Sogar tatsächlich einige Chelsea-Fans mitgekommen. Wie ihr wisst, gegen NK Olympia Ljubljana waren ja auch einige dabei. Jetzt bin ich gespannt, ob heute sehr, sehr viele da sind oder ob das so ähnlich sein wird wie bei Ljubljana. Bin echt gespannt. Chelsea-Fans da hinten. Sehr, sehr viele. Das ist ja komplett voll geworden. Was für eine Choreo. Durch Europa, egal ob Chelsea
Badisch. Thank you.
war abseits. Scheiße. Einfach auf Zeit gespielt. Gegen Heidenheim auf Zeit spielen, Digga. Das verstehe ich nicht. Offizielle Nachspielzeit beträgt 5 Minuten. The fourth official has indicated after 5 minutes of the match. Und dann noch 5 Minuten Nachspielzeit. So Freunde, das Spiel ist jetzt zu Ende und ich war an ein paar Stellen, glaube ich, ein bisschen, ja, emotional, aber ich finde, Emotionen gehören auch zum Fußball dazu, deswegen, es tut mir an der Stelle leid, falls ich da ein bisschen zu übertrieben habe, aber mich hat es halt so aufgeregt, dass die beiden Tore vom FC Heidenheim einfach aberkannt worden sind. Beide abseits, ja, es war ein spannendes Spiel. Die erste Hälfte, muss ich sagen, haben wir ehrlich gesagt ein bisschen besser gespielt. Die zweite Hälfte war dann ein bisschen, ja, reingeschissen. Ist aber auch egal. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wie gesagt, wenn ihr diesen Schall hier gewinnen wollt, ab in die Kommentare, schreibt Hashtag MatchdaySchall. Und ja, mit etwas Glück gewinnt ihr den und ich bin in diesem Sinne raus. Wir sehen uns bald wieder. Haut rein. Euer Oma 7000. Ciao.